Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Ja, es ist eine ganze Weile her, 1,5 Jahre habe ich gerade eben geschaut. Und ich hatte ja damals so ein bisschen das Problem, dass das Spiel die ganze Zeit abgestürzt ist, wenn ich gerade in den Wald gegangen bin. Aber jetzt habe ich mir vorgenommen, ich möchte es mir nochmal anschauen. Neuer Rechner, neues Glück. Und ja, wir schauen mal, ob wir wieder reinfinden ins Spiel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir waren gerade auf dem Weg hoch in Richtung Schloss. Ich habe jetzt einen alten Spielstand mal hergeholt und mal schauen, ob wir wieder reinfinden. Weil mich interessiert es natürlich schon, wie geht das Spiel weiter, wie geht's aus und was wird noch alles passieren. Gut, wir fangen an. Gulliver? Wilbur, wie können wir helfen? Ich habe einige Spuren vom Werwolf gefunden. Und auch von Esther. Aber seltsamerweise keine vom Paladin. Er war da. Ich habe ihn genau gesehen. So wie ich dich jetzt sehe. Ich glaube dir. Aber dennoch, er hat keinerlei Spuren hinterlassen. Also gut. Haltet die Stellung. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Okay, wo könnte er denn dann sein, der Paladin? Also, wir glauben ihm ja natürlich. Aber es ist schon komisch. Nate, pass ein bisschen auf. Du bist Nate hat in den letzten Tagen immer wieder versucht, Timmy ein wenig aufzumuntern. Manchmal ist es ihm gelungen. Doch früher oder später hat Timmy sich wieder in Esthers Manteltasche verkrochen. Ja, er steht relativ nah beim Feuer dran. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Aber ich glaube, hier dürfte jetzt auch nichts mehr weiter sein. Da drüben ist noch Schloss. In dem Schloss hat der Hexenmeister von Buren seine letzten Jahre verbracht. Er traute seinem Bruder nicht und hat eine Möglichkeit niedergeschrieben, wie man dessen mächtigen Zauberstab zerstören kann. Sobald wir Timmy und Esther gerettet haben, werden wir einen Weg zum Schloss finden. Mit oder ohne Hilfe des Bürgermeisters. Genau. Okay, ab zurück ins Dorf. Wir gehen runter. So, da haben wir eigentlich schon alles relativ angeschaut. Kann ich direkt in den Wald gehen oder sollen wir noch mal kurz vorbeischauen? Ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle wir gerade genau sind. Ich glaube, wir sind kurz da davor in... Wieso kommt jetzt... Ich frage mich, warum er nicht wegzieht. Was hält ihn hier? Ich meine, selbst wenn der kopflose Reiter ihn nicht in die Finger kriegt, früher oder später wird er sterben und dann ist das Dorf so oder so dem Untergang geweiht. Ich finde ja hier diese Rüstung, diese rosa Rüstung, extremst knapp gehalten, ja... Und ja, wird aber natürlich wahrscheinlich genauso viel. Das ist wirklich das Albernste, was ich jemals gehört habe. Diese Rüstung bedeckt nur sehr wenig. Man könnte auch sagen, nur das Nötigste. Sie sieht nicht sonderlich bequem aus. Und eine Kriegerin müsste sicherlich fürchterlich frieren, wenn sie damit in die Nordlande gehen würde. Aber sie hat sehr, sehr gute Stats. Okay, ich glaube, wir können direkt in den Wald gehen. Da waren wir jetzt zuletzt. Und Friedhof wird auch nichts mehr sein. Schauen wir rüber. Und die Frage. In dem Augenblick, als ich diesen gruseligen Wald gesehen habe, wusste ich, dass es mich früher oder später dort hinein verschlagen würde. Aber egal, wie viel Angst ich habe, Timmy und Esther haben bestimmt noch mehr. Ja. So weit, ja, so gut. Bisschen mehr bei dir. Der Bürgermeister hat gesagt, der Wald verwirre die Sinne. Ich muss mir merken, wie ich wieder zurück ins Dorf komme. Und ich sollte nicht allzu laut sein. Hier treiben sich ein Werwolf, ein Ritter und vielleicht auch noch ein kopfloser Reiter herum. Ja, okay, dann merken wir uns. Ich hoffe nicht, dass es so ein typisches Monkey Island-Rätsel wird. Also hier so mit 3x rechts, 5x links. Ein Beil? Der Holzgriff ist ganz verwittert und der Eisenkopf ist mit einer feinen Rostschicht überzogen. Es muss schon sehr lange im Baum stecken. Monate, vielleicht Jahre. Ja, nehmen wir auch mit. Ein Beil können wir immer zur Verteidigung brauchen. Und... Die Klinge ist noch blank und sieht halbwegs scharf aus. Der Baum hat sie vorm Rost geschützt. Okay, die haben wir. Was haben wir sonst noch? Armbrustbolzen, Steinbrecher, grober Sand und eine warme Wolldecke. Bringt uns jetzt nicht so viel in dem Moment.
Nee, dann gehen wir einmal nach links. Oh ja, typischer Weg. So, wir sind von unten gekommen und sind dann, na gut, dann gehen wir mal hier nach links. Mal schauen, wo wir dann landen. Der Wald ist hier schon unheimlich genug, aber da wird er noch gruseliger. Ich wette, das böse Herz des Waldes liegt irgendwo dort in der Richtung. In welcher? Oh, hier gibt's... Ich hätte es mir gleich aufschreiben sollen. Kacke. Wir sind verloren. Oh! Ja, ich glaube, die nächsten 10 Folgen werden wir dann durch den Wald verbringen, so wie es aussieht. Und... Na komm, wir gehen in den Wald. Wenn Timmy und Esther von den Monstern erwischt wurden, sind sie vermutlich dorthin gebracht worden. Auf, Wilbur. Ja, ja. Zumindest der Werwolf scheint da zu sein. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich, Wilbur. Also. Richtig, richtig. Der Werwolf ist da im tiefen Wald. Und wo der Werwolf ist, könnten auch meine Freunde sein. Also auf. Oh Mann! Ich will den beiden ja helfen, aber da ist ein Werwolf und ich bin unbewaffnet. Es bringt einfach nichts, wenn ich mich zerfleischen lasse. Damit wäre niemandem geholfen. Naja, bis auf den Werwolf vielleicht. Ich brauche eine Waffe, mit der ich mich gegen den Werwolf verteidigen kann. Okay, was ist mit dem alten Beil? Gilt es nicht als Waffe? Beziehungsweise irgendwie mit dem Armbrustbolzen zusammen. Okay. Da gibt es auf jeden Fall mal nichts. Wir schauen uns mal noch die anderen Wege an. Sind wir da nicht hergekommen? Hier von der? Wir schauen uns diesen Weg noch an. Oh, da raschelt's. Im Karton. Dun, 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 dun. Lass uns doch mal... Irgendetwas ist hier im Busch. Etwas Großes. Ja? Ich kann nicht erkennen, was es ist. Könnte Esther sein. Genauso gut aber auch ein Werwolf oder ein anderes Waldmonster. Ja, dann guck doch nach. Ich kann mich doch unmöglich vor den Busch stellen und dann einfach die Äste auseinanderdrücken. Was, wenn mich ein sprungbereiter Werwolf erwartet? Ja, dann würde der sich sicherlich nicht so verhalten. Ich kann nicht erkennen, was es ist. Könnte Esther sein. Genauso gut aber auch ein Werwolf. Ja, dann benutzen wir... Also gut. Ich werde mich schlagbereit machen und... Hallo? Ist da jemand? Oh, hallo, kleiner Mann. Na, wer bist du denn? Hallo hier im Wald. Ja. Was macht die hier? Mitten im Wald. Darf ich fragen, was sie hier tun? Sie sehen nicht wie eine Pilzsammlerin aus. Ha, das möchte ich hoffen. Ich bin auf dem Weg zu meinem Verlobten. Er wohnt hier im Düsterwald in einem prächtigen Schloss. So hat er mir zumindest geschrieben. Das Gewitter hat mich überrascht und plötzlich stand diese alte hässliche Frau mitten auf dem Weg. Sie hob einen knöchrigen Finger, deutete auf mich und zeigte ein zahnloses Lächeln. Ich muss einen Augenblick unachtsam gewesen sein. Mein Rappe warf mich ab und lief in den Wald mit all meinen Sachen. Das klingt fürchterlich. Das ist es. Ich treffe meinen Verlobten und habe nichts anzuziehen. Oh, nicht schlimm, dem wird es gefallen. Aber, ja, Verlobter, bisschen Tinderartig, oder? Hier. Naja. Die alte Frau auf dem Weg klingt so, als könnte es eine Hexe gewesen sein. Ja, vielleicht. Sie war ganz alt und schrumpelig und hässlich. Ich habe mich noch nie so gefürchtet. Ein weiterer Gegner, auf den wir uns einstellen müssen.
Gegner? Kämpft ihr Waldwichtel gegen diese Gestalten? Ich bin ein Gnom, kein Wichtel. Und ich komme aus den Bergen. Ich werde zumindest dankbar sein, wenn ich dieses Gesicht nie wiedersehen muss. Hey! Meinst du jetzt? Wenn du ein Waldwichtel bist und sowieso die ganze Zeit hier herumwichtelst, dann kannst du ja vielleicht meine verloren gegangene Kleidung finden. Ich zahle gut. Nöp. Naja, mal sehen. Nö. Nö. Wir holen hier gar nichts. Das passt so. Mein Name ist Wilbur. Aber sagen Sie, haben Sie hier im Wald vielleicht einen weiblichen Zombie, eine Ratte, einen Ritter, einen Werwolf oder einen kopflosen Reiter gesehen? Du meine Güte! Nein, ich befürchte nicht. Oder zum Glück nicht? Kennen Sie den Weg zum Schloss? Können Sie mich vielleicht mitnehmen? Ich kenne den Weg nicht. Vladi hat mir geschrieben, ich solle mir im Dorf einen Führer suchen. Der Weg durch die Berge sei sehr gefährlich. Vladi? Ihr Verlobter? Der Graf. Oh. Wie ist er so? Er ist toll. Sehr reich und sehr alt. Ich kann es kaum erwarten, ihn persönlich kennenzulernen. Sie sind mit ihm verlobt, haben ihn aber noch nie getroffen? Er ist alt. Und zögern und riskieren, dass ihn mir eine andere wegschnappt. Ja. Oh, ja, Mädel. Jetzt erkennen wir dich langsam. Okay. Hier im Wald ist es zu gefährlich. Kommen Sie, ich bringe Sie ins Dorf. Ausgezeichnet. Wo geht's lang? Hier. Oder Moment. Nein. Hier. Oder... Ach, folgen Sie mir einfach. Okay, bringen wir sie zurück ins Dorf. Ich habe es schon Ihrem jungen Freund gesagt. Ich setze keinen Fuß vor die Tür, solange der kopflose Reiter frei herumläuft. Können Sie dann wenigstens eine Nachricht zum Schloss schicken, dass Vladi mich hier abholen soll? Ich wüsste nicht wie. Ich befürchte, Sie müssen sich gedulden, bis der Kopfgeldjäger mit guten Nachrichten zurückkehrt. Seien Sie mein Gast. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Oh, wie die läuft. Danke, dass du sie hergebracht hast. Ich meine, wirklich danke. Gern geschehen. Also, wirklich, danke. Oh, ja. Können wir die beiden alleine lassen? Ich weiß es nicht. Hallo. Oh, mein Retter und kundiger Führer. Es hat gar nicht so lange gedauert, bis wir aus dem Wald gefunden haben. Sag das nochmal, nachdem du die Strecke mit hochhackigen Schuhen zurückgelegt hast. Machen Sie sich nichts draus. Mich wollte der Bürgermeister auch nicht zum Schloss hinaufbringen. Ja, aber du bist du und ich bin all das hier. Warum sollte er Sie eher aufs Schloss hinaufbringen als mich? Ich habe sehr höflich gefragt. Sowieso alles sinnlos. Der Kerl denkt nur an diesen kopflosen Reiter und dass er als letzter Dorfbewohner verschleppt werden könnte oder irgendwas. Es gibt ja auch Leute mit echten Problemen. Oh, und wen? Du hier? Die will den komplett da oben ausnehmen. Ich habe vorhin zufällig diese Rüstung für weibliche Krieger gesehen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Meinst du, Vladi würde sie gefallen? Keine Ahnung. Einem Pfeilhagel würde sie auf jeden Fall nicht standhalten. Pfeilhagel? Das Ding ist doch nicht zum Kämpfen da. Meine Rede. Eine Breitaxt ans Bein und das war's. Die clevere Dame kämpft nicht mit Pfeilen oder Breitäxten. Sie bringt andere dazu, für sie zu kämpfen. Und dabei helfen solche Rüstungen. Aber wenn eine junge Kriegerin wirklich kämpfen will, hat sie dann nicht auch eine richtige Rüstung verdient? Hübsch aussehen und wissen, was man will. Nur so kommt man im Leben voran. Ich muss meine Freunde retten. Bis dann. Ja. Ein warmer Kakao. Das wäre es jetzt. Oh mein Gott, hier diese Legendary Lea. Unglaublich.
Gut, wir haben... Nein, ja. Ich lasse sie lieber schmollen. Genau, gucken wir bei ihm nochmal. Ob er sich zwinkert. Hallo. Freut. Ja? Wie es scheint, werde ich Ihnen letztendlich also doch helfen. Wie meinst du das? Der Fluch? Der Wald? Wir haben einen gemeinsamen Gegner, wie es scheint. Richtig, richtig. Versuch es nur. Ich traue dem Kopfgeldjäger mehr zu. Aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich nach jedem Strohhalm greife. Danke. Sehr motivierend. Na, supi. Der Laden hier ist ein traditionelles Abenteurer- und Heldengeschäft, oder? Allerdings. Mein Großvater hat es gegründet. Früher war hier viel los. Im Wald gab es Riesenspinnen. Eine Tagesreise nach Süden befand sich eine alte Goblinmine. Zur Blütezeit des Heldentourismus wollten wir sogar eine Kanalisation bauen. Wir verkaufen Rüstungen, Waffen, Tränke, Verpflegung, Eispfeile, ja, Gegengifte, alles, was man so braucht. Und bezahlen lassen wir uns mit Spinnenbeinen, Goblinohren und solchen Dingen. Und was machen Sie damit? Geschäftsgeheimnis. Wenn du was verkaufen willst, kannst du das ohne Risiko tun. Ich bewahre den Gegenstand auf für den Fall, dass du ihn später zurückkaufen willst. Wie bitte? Naja, falls du es dir später anders überlegst, dann kannst du denselben Gegenstand zum selben Preis bei mir zurückkaufen. Das nennt man Marktwirtschaft. Ja, typisch MMORPG. Das böse Herz des Waldes. Was genau ist das? Und wo finde ich es? Es ist eine Lichtung im Zentrum des Waldes. Ein alter, toter Baum steht dort. Du wirst es erkennen, wenn du es siehst. Aber wie finde ich die Lichtung? Der Wald ist ziemlich groß. Und verwirrend. Das Herz des Waldes will nicht gefunden werden. Was immer uns diese Kreaturen auf den Hals hetzt, es lebt auf dieser Lichtung. Da bin ich mir sicher. Glaubst du, dass es vielleicht der Geist vom Hexenmeister von Buren ist? Vielleicht. Die Alten haben uns gewarnt. Sie meinten, man solle sich nicht mit einem Hexenmeister anlegen. Sie hatten Angst und haben von schrecklichen Gefahren geflüstert. Hätten wir doch nur auf sie gehört. Ja, wäre besser gewesen. Kann mir dein Gerät nicht dabei helfen, das Herz des Waldes zu finden? Zeigt es nicht Geister und solche Sachen an? Ah, verstehe. Du meinst, nichts hier in der Nähe strahlt mehr psychokinetische Energie aus als das Herz des Waldes. Damit könntest du recht haben. Ja, dann lass mir doch. Du solltest dir einen PKE-Detektor besorgen. ich dachte eigentlich, sie könnten mir ihren geben. Meinen Detektor? Niemals. Niemals. Es ist ein großartiges Gerät. Es hat mich noch nie im Stich gelassen. Aber wenn sie es mir geben, könnte ich das Herz des Waldes finden und den Fluch beenden. Oder du könntest getötet werden und es im Wald verlieren. Es dauert Wochen, bis so ein Meisterwerk der okkulten Technik hierher geliefert wird. Und genau deswegen kann ich ja auch nicht auf ein anderes Gerät warten. Ich brauche ihres. Schlag dir das aus dem Kopf. Der Detektor zeigt zuverlässig an, wenn Übernatürliches hier herumschleicht. Und das muss ich wissen. Okay, wir müssen es ihm irgendwie abluchsen. Wahrscheinlich werden wir uns irgendwie als Geist verkleiden oder dass er denkt, das funktioniert nicht mehr. Irgendwie so wird wahrscheinlich die Taktik laufen. Ich bräuchte etwas, mit dem ich mich gegen den Werwolf verteidigen kann. Haben Sie so etwas im Angebot? Ein Werwolf hat uns bisher noch nie angegriffen. Deswegen haben wir keine speziellen Anti-Werwolf-Waffen oder etwas in der Art. Aber soweit ich weiß, sollte jede normale Waffe aus Silber ihren Zweck erfüllen. Wie bist du geskillt? Schild und Schwert oder beidhändige Dolche? Du meinst, mit zwei Dolchen gleichzeitig kämpfen, ohne sich selber zu schneiden? Ah, also ein Fernkämpfer. Bögen, Armbrüste oder Schleudern? Wobei, eine Schleuder gegen einen Werwolf? Nee. Bogen oder Armbrust wären besser. Ich habe einen schönen Kompositbogen plus 2 auf Lager. Aber der erfordert Geschicklichkeit 15. Ich glaube, mit so einer Armbrust könnte ich vielleicht umgehen.
Ja, eine leichte Armbrust ist einfach zu bedienen und hat ordentlich Wumms. Jeder Noob kann damit etwas treffen. Der typische Händler aus WoW. Okay. So eine leichte Armbrust, was kostet die? 3 Gold, 7 Silber und 2 Kupfermünzen. Oder ich gebe dir eine Quest. Was für eine Quest? Bringe mir 10 Wolfspelze. Haben Sie sich das gerade ausgedacht? Nein, es ist sehr wichtig. Klingt für mich wie eine ziemlich generische Aufgabe ohne echten Sinn. Du bringst dir 10 Wolfspelze und erhältst von mir als Belohnung eine Armbrust. Was gibt es da noch zu diskutieren? Silberbolzen habe ich allerdings keine. Na, dann ist sie doch blöd. Meine Freunde oben am Lagerfeuer, kann ich sie vielleicht hierher holen? Es könnte sicherer für sie sein. Natürlich! Nicht nur für sie. Die Monster aus dem Wald schnappen vielleicht einen von ihnen anstelle von mir. Also schön, dann sage ich Gulliver Bescheid. Gulliver? Ist das nicht der, der geköpft wurde? Nicht geköpft. Er hat nur seinen Kopf verloren. Als Zombie hält er sowas aus. Zombies kommen mir nicht ins Haus. Aber warum denn nicht? Er ist sehr nett. Ich will mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Lebendig oder tot, sie sollen sich entscheiden. Wir wollen anständige Leute hier im Dorf. Nicht welche, die aus Teilen anständiger Leute zusammengenäht sind. Okay, ich soll also 10 Wolfspelze abliefern und bekomme dafür eine Armbrust, mit der ich mich gegen den Werwolf verteidigen kann? Richtig. Und während du die Pelze besorgst, wirst du wertvolle Erfahrung sammeln, die dich zu einem besseren Helden macht. Aber es wird ewig dauern, 10 Wölfe zu finden. Und ihnen die Felle über die Ohren ziehen möchte ich erst recht nicht. Die brauchen sie doch. 10 Felle für eine Armbrust. Das ist die Quest. Wenn du willst, kann ich mir schnell eine Hintergrundgeschichte dafür überlegen. Kein Interesse. Auf Wiedersehen. Okay. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. Gut, dann werden wir uns jetzt dann auf die Wolfsjagd machen. Hier, Harris Pilton lassen wir bei ihm am besten. Und ja, mal sehen, wie es dann noch weiter abgeht. Lassen wir sie noch weiter hier ein bisschen Tinder spielen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Und bis dann. Ciao, ciao.